Hallo, wir sind hier bei der 10. WBV-Fachtagung und ich stehe hier mit Markus Klopsch, der hat gerade seine erste Session geleitet mit dem Thema OER. Wie ging es weiter? Ja, es ging um die Kultur des Teilens, also um die Idee oder die Frage eigentlich vielmehr, wie schafft man es, die Leute anzuregen, ihre kleinen Lehr- und Lernbausteine, Objekte und so weiter herzugeben. Mhm. Und wurde die Frage für dich beantwortet? Hast du da Ideen für dich mitgenommen? Ja, also Ideen mitgenommen auf jeden Fall. Die Frage, also mir war vorher klar, glaube ich, dass sie nicht hundertprozentig beantwortet werden kann, aber ein paar Ideen habe ich mitgenommen. Besonders gefreut haben mich vor allen Dingen auch die kritischen Stimmen, weil das ist natürlich, man ist da immer so drin und total euphorisch, ja, und denkt irgendwie, das klappt total, das ist ja die Idee und das muss gut sein und so weiter. Und wenn man dann natürlich so ein bisschen Gegenstimmen auch hört oder so, dann kann man nochmal nachdenken, nochmal kurz innehalten. Also ich bin trotzdem überzeugt davon, ja, aber das war halt vor allen Dingen interessant, dann nochmal so die Gegenstimmen zu hören, für mich jetzt. Ja. Und denkst du, für die anderen war es auch interessant? Wie war die Beteiligung? Ja, doch, ich glaube, es hat wirklich jeder auch irgendwie was gesagt. Jeder hat ein bisschen Input gegeben, hat auch Anregungen, hat sich dann auch wieder auch immer nochmal zurückfokussiert auf die Ausgangsfragestellung. Das fand ich auch irgendwie ziemlich gut. Das hat immer nochmal wieder so, ne? Wie war nochmal die Frage am Anfang? Ach ja, richtig. Ja. Und dann nochmal dazu auch irgendwie Sachen in die Menge und so. Das war gut, ja. Hat mir gefallen. Also bist du grundsätzlich mit deiner Leistung zufrieden? Ja, ich habe da, glaube ich, ich habe ja nur die Frage gestellt. Also die Leistung war jetzt nicht so großartig irgendwie, aber die, ich denke, ich glaube schon, dass man merkt, dass das eine richtige Zeit ist für so eine Frage, ja. Und deswegen, also ich bin zufrieden, ja. Okay. Vielen Dank.